Ein ehrliches Selfie von Lena Meyer-Landrut. Hier zeigt die Sängerin, wie in Wirklichkeit ohne Stühling aussieht. Lena Meyer-Landrut verzückt ihre Follower regelmäßig mit Selfies auf Instagram. Besonders ihre braune, gepflegte Haarpracht sticht den Fans oft in die Augen. Immer öfters offenbart sie jetzt aber, wie ihre Haare völlig ungestylt und in Wirklichkeit aussehen. Berlin, hui, was mit ihren Haaren passiert? Das werden sich einige Follower von Lena Meyer-Landrut derzeit vermehrt fragen, denn sie tut es jetzt immer häufiger. Die Sängerin postete auf Instagram erneut ein Foto von ihrer ungestülten und scheinbar unkontrollierbaren Miene. Ob es mit einer neuen Influencer-Bewegung zusammengehängt? Denn Influencerinnen kämpfen gerade mit ehrlichen Fotos gegen den vorherrschenden Instagram-Perfektionismus-Wahn. Oder ob die Sängerin während des Corona-Lockdowns etwas nachlässiger mit dem täglichen Haarestühling geworden ist und so eine ganz neue Frisurenseite an sich entdeckt hat? Mit ihrer wilden Mähne sieht sie jedenfalls völlig anders aus. Lena Meyer-Landrut. Sie zeigt sich völlig ungestützt, so sehen ihre Haare wirklich aus, wenn man den Instagram-Feed von Lena herunterscrollt, dann fällt auf. Man kennt die hübsche Brünette tatsächlich nur mit schönen braunen und gepflegten Haaren. Meist sind sie glatt oder mit einer ganz leichten Welle gestylt. Doch dass Lena in Wirklichkeit mit einer wilden Lockenpracht gesegnet ist, mancher Lockenträger könnte es auch Verflucht nennen, denn meistens will man ja das, was man nicht hat, das hätte wohl niemand gedacht. Lena selbst scheint langsam Gefallen an ihren Naturhaaren gefunden zu haben, denn es ist nun schon das zweite Mal in Kürze, dass sie ein Foto von ihrem Lockenkopf auf Instagram postet. Diesmal zeigt sie sich sogar im natürlichen Wet-Look, mit frisch gewaschenen und noch nassen Haaren. Es scheint, als habe sie das Foto direkt aus dem Badezimmer gepostet. Süß und noch etwas unentschlossen, wie sie ihre Haare wohl finden soll, schaut sie in die Kamera und schreibt in ihre Story, kurz für ein Haarees. Wet, deutsch. Locken, wenn die Haare nass sind. Lena Meyer-Landrut. Wilde Lockenmähne, so sehen ihre Haare also in Wirklichkeit aus. Die Reaktionen der Fans auf ihren Wet-Look bleiben der Öffentlichkeit leider verwehrt, denn auf Lenas Story können die Follower nur im Privatmodus antworten. Schaut man sich jedoch die Kommentare unter dem Foto an, auf dem sie sich zum allerersten Mal mit ihrem Wuschelkopf zeigte, dann kann man davon ausgehen, dass die Begeisterung genauso groß ist. Denn von super cute über du hast so schöne Naturlocken bis hin zu liebe die Locken reichen die Antworten und ihren Fans scheint die neue Lena zu gefallen. Über tz.de ist Teil des IDEN Digital Redaktionsnetzwerks. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an. WHO Knopfs Me, Knopfs. Im Agama E und ja, das hier ist nie Anzeige, aber aus voller Leidenschaft, denn morgen kommt Telas Dofus Bati, also am 19. Juni 2020, raus, die Fortsetzung von meinem, mit großem Abstand, Lieblingsspiel. Deswegen gibt's als Profilbild und Post ein Mini-Elita-Cover, weil ich sie als weibliche, starke und authentische Hauptfigur einfach mega finde. Wenn ich in der Wildnis auf Klickerjagd wäre, hätte ich kein Glätteisen, deswegen passend Naturehaia auf dem Bild. Also ihr werdet von mir übers Wochenende wenig hören, ich bereite mich mit Snacks und Getränkevorräten neben dem Sofa auf einen Marathon vor. Ein Beitrag geteilt von Lena Meyer-Landrut am Juni 18.